Warum sollte ich mein Frühstücksei im Kochtopf kochen, wenn ich das auch genauso gut im Wasserkocher machen kann? Die Frage habt ihr euch da bestimmt alle schon mal gestellt. Gut, dass ihr mich habt. Ich teste das jetzt mal für euch. Wasserkocher. Wasser muss noch rein. Wasser muss ja schon rein, ne? Sonst funktioniert das nicht mit dem Eierkochen. So, kann losgehen. Ei in den Kocher oder muss das erst kochen? Wir machen erstmal kochen. Wie lange dauert sowas? So, jetzt kocht das ja eindeutig. Tue ich das. Au, au, da kommt heißer Wasserdampf raus. Ich tue das Ei da rein, Klappe zu und dann muss ich 10 Minuten, ja, ein Pinökel muss ich nochmal drücken, ne? Sonst hört das ja auf zu kochen. So, aber wieder nicht. Ja. Ist ja nicht so praktisch. Ein Kochtopf kocht ja selbsttätig weiter. Während der Wasserkocher hat man immer die Sache mit dem Pinökel. Und wenn er meint, das ist heiß genug, dann kocht er nicht weiter. Ne? Dann warte ich einen Augenblick. Zieht er wieder an. Oh, jetzt kocht das auch noch über. Das ist doch. Muss das so? Na, doch lieber aufmachen. Oh, ich glaube, das ist geplatzt. Ich glaube, das ist fertig. Dann holen wir das einmal raus. Oh, das ganze Gerät ist ein bisschen heiß. Ah, das hat geklappt, aber ist das Ei nicht mehr so ansehnlich irgendwie. Mal gucken, ein bisschen Salz drauf und dann, ja, so, nicht mit dem Finger, mit dem Löffel. Ja, sieht nicht schön aus, ist aber ein hart gekochtes Ei, kann man essen, kann man machen, wenn man seinen Wasserkocher ruinieren will. Das ist natürlich, da schwimmt noch Eiweiß drin und die Schale, das verkalkt natürlich dann auch das Gerät von der Schale, vermute ich mal. Ich weiß nicht, ob der Tee denn noch so gut schmeckt, den der Nächste damit macht. Sollte man das machen? Also, ist ja klar, Touristen machen sowas. Wenn man im Hotel ist oder in einer Ferienwohnung, will sein Frühstückseichen haben, ist kein Kochtopf da oder findest den Kochtopf nicht im Schrank, dann haust du dein Ei da rein. Ja, aber nett ist das nicht. Einmal, ich weiß gar nicht, ob das Gerät wieder sauber ist. Muss ich wahrscheinlich erstmal entkalken und dann hängt da noch Eiweiß drin. Vielleicht übersieht das dann die Reinigungskraft und der Nächste, der wundert sich denn, dass sein Tee so komisch schmeckt. Ne? Also, ich würde es nicht empfehlen. Den soll man sich lieber einen Eierkocher mit in den Urlaub nehmen. Ne? Wie kam ich jetzt darauf? Keine Ahnung. Egal. Es funktioniert. Experiment gelungen. Ob man es machen sollte, ist eine moralische Frage. Trotzdem genieße ich jetzt mein Eichen und ihr macht auch irgendwas Sinnloses. Bis zum nächsten Mal. Oh, ein bisschen Salz drauf. Ja, dann denke ich das.
Lass dir schmecken. Ah, oh, danke, mach ich auch. Ja. Hast du auch schon mal Eier gekocht im Wasserkocher? Ich hab. Nee. Also, jedenfalls keine Eier. Was? Meine Socken. Meine. Du weißt doch, dass. Ich hab doch nur ein Paar und die müssen auch mal alle 4 Wochen müssen die mal dann. Das lohnt auch nicht, die in die extra Waschmaschine zu tun. Denn. Du, das ist doch total unhygienisch. Kurz aus im Wasserkocher. Das ist doch auch nicht eklig. Das ist volle Kante eklig. Überhaupt nicht zu beanstanden. Es ist ja dann ausgekocht. Darum schmeckt der Tee immer so komisch. Ja, der Tee schmeckt doch trotzdem. Nee. Jetzt nicht mehr. Übrigens, ne? Touristen, ne? Die kochen im Wasserkocher, hast du ja gesagt, die kochen auch ihre Socken. Socken, Eier, es ist ja dasselbe, fast. Kochen das da drin. Touristen, ne? Mhm. Wo du gerade von Touristen gesprochen hast. Ach, kommt jetzt wieder so ein... Touristen, ne? Touristen, da ist einer, der hat einen Städtetourismus gemacht, ne? Ist so die Storyline, Städtetourismus. Ja. Und er geht also durch die Stadt, ist ein Stadttourist, ne? Und er ist an die Kirche, mitten in der Stadt, auf einmal riesige Kirche, vielleicht ist es auch ein Dom, eine Domkirche, ne? Und dann sagt er, sieht er da so Figuren da auf dem Sims, vor den bunten Fenstern stehen die da und kann er in seinem Touristenguide, kann er die nicht identifizieren? Und dann sagt er zum Einheimischen, der da gerade so, der sieht aus wie ein Einheimischer, und dann spricht er den an und sagt, ja, dann sagen Sie mal, das da oben, sind das irgendwelche Heiligen, die da so rumstehen oder haben die einen Namen vielleicht? Und was sind denn das für Figuren da, die da stehen auf dem Kirchensims? Und dann sagt der Einheimische, das weiß ich auch nicht so genau. Guckt da so hoch und sagt, aber es ist ja gleich 12, ne? Sagt der Einheimische zu dem Touristen. Und sagt der Tourist, was hat das mit 12 zu tun? Was das für ein Heiliger ist? Da ändert sich doch nichts um 12. Da sagt der Einheimische, ja, aber wenn die um 12 anfangen, sich zu bewegen und Feierabend machen, dann sind das die Handwerker. Oh. Lass uns nicht auf die armen Handwerker. Manchmal, Mann, willst du mal Handwerker machen? Das ist ja auch so, dass sie viel stehen und nachdenken müssen. Ah. Na, du kriegst immer noch mal Ärger.